Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind zurück hier bei Software Inc. und wir werden direkt weitermachen. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier ein bisschen unseren Support erweitert und gleichzeitig eben hier unsere Spiele weiterentwickelt. Und wir sind hier, glaube ich, schon, sind wir da schon angekommen? Fast. Genau. Okay, ansonsten unsere Spiele verkaufen sich sehr, sehr gut, also beide. Da haben wir auch noch neue Portierungen auf den Markt gebracht. Ist halt eben die Überlegung, ob wir hier echt nochmal was produzieren. Hier würde ich vielleicht nochmal, keine Ahnung, nochmal 40.000 machen. Ja, müssen wir halt eben schauen. Ja, Drucker werden überfüllt. Ja, wir haben ja da Paletten. Ist erstmal alles gut. Sollen ja nur 40.000 sein. Im Übrigen habe ich mal hier kurz vorbeigeschaut, und zwar hier bei den ganzen Software-Sachen. Wenn wir bei den Spielen vorbeischauen, haben wir momentan das Spiel, also die beiden, unsere beiden Spiele sind momentan die Spiele, die am meisten gespielt werden, also aktiv von den Personen, von den Käufern, das ist schon ziemlich gut. Wir haben da nur ein Konkurrenzprodukt, aber das ist jetzt auch ein bisschen älter. Boah, hier haben wir eins, das wird relativ viel gespielt, hat auch viel Profit reingebracht, ist aber richtig schlecht, okay. Ja, und ich glaube, an sich von den meisten Verkaufszahlen sind wir auch am meisten. Sehr schön. Ja. Krumper Strike und Zuckmuck Dungeon Warriors. Vielleicht kommen wir hier noch mit Thrive von Berlin da irgendwie in die Nähe. Naja, gucken wir mal, wissen wir nicht. Ja, hier können wir nochmal. Also da können wir echt nochmal. Wir geben da nochmal 200.000 raus. So. Hier haben wir fast den Wert erreicht, den wir erreichen wollten. Hier waren es, glaube ich, irgendwas mit 30. Nö, 26. Okay, haben wir hier auch gleich geschafft. Sehr schön. Und hier waren es 28. Stimmt, ja. Und Grafikeinheit, da waren es 34. Okay. Ich dachte, es wäre umgekehrt gewesen, aber egal. Spielt alles keine Rolle. Ja, und wir haben auch ordentlich Geld auf der hohen Kante. Und es sieht auch so aus, als ob wir hier nochmal Thrive on Berlin ein bisschen was produzieren müssen. Aber wir warten erstmal, bis das hier vorbei ist und dann können wir das machen. Hier geht es nur langsam voran. Ist hier wieder so viel? Naja, ich glaube eher, dass da welche jetzt im Urlaub sind, das Juli. Das kann gut sein. Einfach nur Urlaub streichen, dann geht das schon. Ja, wir werden hier auch noch mal 150.000 produzieren. Das sollte dann, denke ich, reichen. Erstmal. Ich sage das jedes Mal, aber ich werde ja eines Besseren belehrt. Also der Absatz ist ja da. Also die Leute wollen ja diese Spiele haben. Also hier haben wir 28. Ich glaube, wir können das dann jetzt gleich mal tauschen. Beziehungsweise wir gehen hier hin und holen die da raus. Wir lassen das bei 28,08, das reicht vollkommen aus. Und hier kommen dann die Programmierer dann ebenfalls hinzu. Die Künstler lassen wir noch gerade für einen Moment da, damit die hier diesen Wert erreichen. 26, genau. Diese Kommazahl, die ist jetzt relativ egal. Jetzt keine Rolle. Also natürlich müssen wir hier auch noch höher stellen, was die Priorität angeht. Ich glaube, jetzt sind die Künstler oder ein Künstlerteam oder zwei Künstlerteams erstmal im Urlaub. Ja, verkauft sich gut.
Da werden wir jetzt erstmal nichts mehr nachproduzieren, sagte er und produzierte gleich wieder nach. Wie viel brauchen wir hier in der Kodierung? 21, also 21,5. Und hier brauchen wir 34 Grafik. Na, das könnte ein bisschen länger dauern. Ich glaube, Tour de Doping Saarland Edition, die kommt als erstes auf den Markt. Wir müssen ja schauen, wann wir das hier veröffentlichen. Ja. Okay, hier werden wir auf jeden Fall nichts mehr nachproduzieren. Ja, hier hat das, glaube ich, schon ein bisschen abgenommen, was die das Marketing angeht. Weil das war vorher, glaube ich, hier allgegenwärtig und jetzt ist es nur noch prominent. Ich gehe mal davon aus, dass es die eine Stufe niedriger ist. So. Also was hier die Grafikeinheiten angeht, das geht aber ganz schön langsam hoch. So, wir haben jetzt gleich hier 26 erreicht, das reicht dann vollkommen. Natürlich gehen die jetzt erstmal alle nach Hause. Also. So, zack. 26, das heißt, wir nehmen sie hier erstmal raus, die ganzen Künstler. Zack, zack. So, sind raus und jetzt kommen die hier natürlich rein. So, die ganzen Künstler sind dran. Würde mich natürlich interessieren, was passieren würde, wenn wir das Spiel jetzt so raushauen würden. Einfach mit einer super schlechten Grafik. Gut, da könnte man einfach überprüfen, wie gut das Spiel denn momentan ist. Aber das machen wir natürlich nicht. Wäre ja ein bisschen doof. Wir könnten echt hier nochmal versuchen, vielleicht nochmal was zu produzieren. Aber ich weiß nicht. Man könnte natürlich jetzt auch erstmal jetzt das jetzt hier aufhören. Klar, aus unternehmerischer Sicht ist das ja eher unwahrscheinlich. Weil, boah, haben wir doch, wir müssen nochmal nachproduzieren. Ja, wir machen nochmal 150.000. Und hier machen wir nochmal 50.000. Genau. Sollte ich denke, also denke ich mal, dass das reichen würde. So, wie sieht es hier aus? Das sieht einigermaßen in Ordnung aus. Ja, hier hatten wir ja ganz viel verpasst, weil wir am Anfang das ein bisschen doof gemacht hatten. Ich glaube, wir können aber hier den Support beenden, weil sind nicht mehr so viele aktiv. Beenden wir. Ja. Okay. Werbung machen wir ja sowieso keins mehr für Krumpa Strike. Ja, haben wir ordentlich viel verkauft hier. 1,8 Millionen, das ist schon was. Das war, glaube ich, unser Durchbruch. Also das Spiel, also von den Verkaufszahlen ist das schon extrem viel besser als was davor war. So, Support kann sich jetzt natürlich jetzt hier ein bisschen mehr darauf konzentrieren, auf die zwei Spiele. Ist natürlich heftig, wenn man hier zwei Spiele hat, die über 1 Million aktive Nutzer hat. Ist dann schon nicht so wenig. So. Ja, hier steht zum Beispiel auch weit verbreitet. Ich glaube, das ist nochmal höher als allgegenwärtig, oder? Oh, keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Na, vielleicht. Doch, hier können wir es sehen. Doch, weit verbreitet ist höher. Ja, spärlich ist. Was? Wo haben wir denn noch spärlich? Solarpower. Haben wir da noch irgendwas am Machen? Nee. Aber anscheinend halt eben irgendwie noch so quasi irgendwie präsent. Okay, hier gibt es kein allgegenwärtig. Interessant.
Ja, das verkaufen wir alles sehr, sehr gut. Also, das wird, ich gehe davon aus, dass das hier Spiel auch hier das Spiel hier Counter Strike überholen wird, wenn wir denn da noch genug produzieren. Ja, müssen wir halt eben schauen. Hier, schaut mal, das ist gar nicht mal so weit weg. Ja, noch 21, also insgesamt noch 10 Einheiten hier dazu. Und dann haben wir unser nächstes Spiel, das fertig ist. Boah, das wird aber heftig, wenn ich mir das vorstelle. Ich glaube schon, dass auch wieder im Millionenbereich sein wird, was die Anhänger angeht. Dann wird das wahrscheinlich wirklich so sein, dass wir das so machen wie die ganz großen Spielefirmen, die dann eben sich doch mehrere Jahre Zeit lassen, um dann Produkte rauszubringen. Da gibt es ja verschiedene Arten. Da gibt es ja Firmen, die bringen ein Spiel raus und dann ein Nachfolger oder sowas. Das dauert dann schon 8 Jahre oder so. Oder 5 oder so, keine Ahnung. Ist ja auch immer wieder unterschiedlich. Ist ja nicht so, dass jetzt alles immer gleich ist. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall nochmal nachproduzieren. Wir machen mal hier nochmal 150.000. Könnte natürlich wieder zu viel sein, ist aber egal. Dann bleiben wir halt auf ein paar Einheiten sitzen. Und hier machen wir 100.000. Solange es sich verkauft, ist das in Ordnung. Wir könnten natürlich auch ohne Begrenzung einfach produzieren, 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 aber ich glaube, aus wirtschaftlicher Sicht ist das nicht zu empfehlen, dass wir das tun. Also. Das sammelt sich dann hier doch schon ein bisschen an, hier was die Support-Anfragen angeht, aber das wird relativ gut abgearbeitet, also alles kein Problem. Oh, schaut mal, also da machen wir schon ordentlich Profit. Ja, Drucker sind überfüllt, aber das geht schon so, das ist so in Ordnung. Hier gehen die Grafikeinheiten ein bisschen langsam nach oben. Naja gut, jetzt ist auch wieder bisschen am Ende des Tages, da sind die dann auch alle nicht mehr am Arbeiten. Das wäre halt eben auch eine Idee, dass man für diese Teams, also dass wir da vielleicht noch weitere Teams engagieren und die dann eben hier quasi in der Nacht arbeiten. Wäre eine Überlegung wert. Das heißt, die würden dann eben, wenn die anderen aufhören, würden die dann anfangen. Also wir müssen echt hier nochmal produzieren. Ja, nochmal 100.000. Und hier können wir auch nochmal 150.000 machen. So. Wir haben hier zwar noch ein bisschen mehr auf Lager als hier, aber hier ist das Potenzial größer, dass wir hier noch mehr verkaufen. Weil hier haben wir ja immerhin schon 2,8 Millionen verkauft. Und im Normalfall kauft sich ein Spieler nicht das Spiel noch einmal. Also im Normalfall. Außer das Spiel geht kaputt oder irgendwie sowas. Aber in der heutigen Zeit ist das ja wieder ein bisschen anders als früher. Wenn damals beispielsweise eine CD oder DVD kaputt gegangen ist, ja, dann hat man sich das Spiel in den meisten Fällen einfach wieder neu gekauft. Heutzutage mit Steam und den ganzen anderen, also Good Old Games und solche Sachen, da hat man das ja in seiner Bibliothek und kann das ja einfach wieder downloaden oder das Spiel reparieren lassen. Ist halt schon ein bisschen was anderes. Okay, ja, boah, das sind
über 3 Millionen aktive Nutzer. Das ist schon stark. Na, das ist erstmal gleich wieder beendet. Wie viele Grafikeinheiten? Das waren, glaube ich, 30, ja, 34. Eieieiei. Das wird schwierig. Ich weiß nicht, ob wir das so hoch schaffen. Yay, wir haben 2000. Das heißt, wir können jetzt neue Druckautomaten bauen. Und ich glaube, wir können auch die PCs mal bald auswechseln. Ich glaube, da gibt es auch wieder neue. Wir können ja mal kurz reinschauen. Werden hier nochmal davon hier ein bisschen was drucken. Ich mache jetzt einfach mal übertrieben. Hier 250.000 ist nicht übertrieben, aber okay. Wenn wir auf ein paar Einheiten sitzen bleiben, ist das dann halt eben so. Okay, ich schaue mal kurz rein, ob es denn. Ja, das hier ist der neue PC. Von der Leistung her. Ja. Ist schon ein bisschen besser. Ja, schon ein bisschen viel besser, aber. Oder haben wir noch die hier? Ich weiß es gar nicht. Was für ein PC haben wir denn hier? 90er Computer, okay. Aber das wäre schön, wenn man die jetzt hier einfach so upgraden könnte. Also wenn man quasi sagen würde, geht das vielleicht? Nee, das geht leider nicht. Weil das ist jetzt auch wieder ziemlich viel Arbeit. Okay, hier haben wir unsere Künstler. Dann werden wir mal unseren Künstlern, die haben ja hier diese, die haben ja die Laptops. Die sind nicht so stark. Das heißt, wir werden die mal alle, ja, das heißt, wir wählen mal das ganze Gebäude aus. Zack, und dann, wir haben jetzt nicht, doch, wir haben alle natürlich. Dann würden wir alle PCs verkaufen. Das wird ein bisschen lange dauern. Ja, dann wählen wir einfach hier. Ja, genau. Zack. Und dann weg. Wir könnten natürlich die Teams noch erweitern. Wir haben ja hier noch einen Platz frei. Das heißt, wir könnten da noch eine zusätzliche Person reinsetzen. So, die kriegen jetzt erstmal ihre PCs. So, die haben alle ihre PCs bekommen hier. Dann gehen wir mal eine Etage höher. Beziehungsweise zwei. So, wählen hier nochmal alles aus. Zack, wird verkauft. So. Ja, klar. Drehen wir gleich um. Alles gut. Zack. Hier gibt es Temperaturschwankungen. Müssen wir wahrscheinlich oben auch nochmal so einen Temperaturregler hinmachen, diese Klimaanlagen. Also. Das ist auch egal. Okay, zack. Zack. Wir haben das auch. Ja gut, wenn die dadurch gestört werden, durch diese, wie heißt es, diese Temperaturschwankungen, dann ist das natürlich doof. Da müssen wir auf jeden Fall was da machen, weil dann können die natürlich nicht so gut arbeiten. So. Ja, das hätten wir alles gemacht. Und dann kriegen die natürlich hier nochmal ihren komischen, wo haben wir das? Genau, hier dieses Grafiktablet, damit die Künstler da ein bisschen besser arbeiten, weil die haben das jetzt verloren, weil wir die PCs da ausgetauscht haben. So.
Ja, wir könnten wirklich in jedem Künstlerteam noch. Warum geht das nicht? Ist das Ding falsch rum? Ja, ist falsch rum. Genau, sehr schön. Was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Also. Achso, ja, wir könnten natürlich für jedes Team noch ein zusätzliches Mitglied reinholen. Das wäre an sich erstmal kein Problem. So, dann haben die auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung. Wir gucken mal, ob das sich da irgendwie bemerkbar macht. Kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen. Vielleicht minimal. Naja. Okay, den hier Monat machen wir noch zu Ende. Hier brauchen wir 21. Okay, hier haben wir es fast geschafft. Also hier können wir bald eine Stufe höher gehen. Und hier wird das noch ein bisschen dauern. Ja, die Drucker sind überfüllt. Wir müssen mal kurz schauen. Ist aber in Ordnung. Da können wir auch noch neue Drucker da unten hinstellen. Ja, die Designer sind natürlich jetzt momentan am nichts machen, das ist klar. Aber da können wir auch nichts ändern. Warum eigentlich die Leitung nichts macht? Also wäre es doch hier vielleicht besser, die da auch noch auszubilden, dass die da was machen können. Also mitarbeiten, weil ich dachte eher so, ja, die sollen halt eben die Leute motivieren, keine Ahnung, anleiten und sonstiges. Ich glaube, die haben dann nur eine Aufgabe, wenn wir die automatisieren. Da können wir vielleicht mal ausprobieren, müssen wir mal schauen. So. Ah ja, wir wollten ja nur diesen Monat hier machen. Gut. Tja, wir müssen hier nochmal von hier, dem Spiel hier, ein bisschen was produzieren. 3 Millionen haben wir geknackt. Das ist schon sehr, sehr stark. Und 3,4 Millionen aktive Nutzer. Das ist schon richtig gut. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von eurem Krumpas Bambuso.